Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Legend of Zelda Teil Princess HD. So, und da seht ihr, da ist der Geist. Wurde während der Katzensuche einfach ausgeblendet. Aber da steht er und wartet darauf, um gefangen zu werden. Ich habe auch gerade mal nachgeschaut, wo der Geist auf dem Kakariko-Friedhof ist. Der ist auf der Karte falsch eingezeichnet. Und zwar völlig falsch. Den holen wir jetzt gleich, nachdem wir den hier befreit haben. Gib mir deine Seele! So, vielen Dank. Und damit warten wir uns mal gerade nach Kakariko zurück. Aber wir müssen nochmal zum Friedhof zurück. So einfach ist das. Weil es ist nicht hinten beim Grab vom Zora-König, sondern einer der Grabsteine vorne. Und das ist falsch eingezeichnet auf der Karte. Vielen Dank dafür. Also wer mal diese Karte erstellt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sie her ist. Nein! Wo bin ich? Da lang. Ich weiß nicht, wer diese Karte erstellt hat, aber vielen Dank für die Irreführung. Bum, 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 bum. So, und zwar soll ich den hier wegschieben. Nicht? Dann schiebe ich mal den hier weg. Ja, da ist er. Ich glaube, der Schreiber des anderen Guides hatte dafür eine Links-Rechts-Schwäche. Oder es sind die Angaben für die Wii-Version statt für die Wii U. Da ist ja alles gespiegelt. So, damit haben wir. Kann ich das zeigen? Ja, wir haben alle Geisterseelen aus Elden. Yay! Da machen wir uns mal einen Haken dran. Also ich mache da einen Haken dran und da einen Haken dran. Und dann. Also das hier ist alles fertig. Das hier ist auch alles fertig. So. Dann würde ich fast sagen, wir machen mal in den Bergen weiter. Weil in den Bergen habe ich gesehen, habe ich nur zwei, glaube ich, geholt von sechs. Und wir haben tatsächlich einen Geist verpasst. Wir haben einen Geist im Dungeon selbst verpasst. Was ich auch ein bisschen komisch finde, dass das passieren konnte. Eigentlich rennt man den Geistern ja so vorbei. So, bevor wir es aber dahin gehen, gehen wir erstmal zurück. Glücklicherweise ist es Nacht und ich weiß nicht, wie man. Ach, da. Mach mal gerade auf mit einer. Dankeschön. So, wo sind die Geister? Wo sind sie? Huch. Ach, sind die hier vielleicht eingefroren? Das kann natürlich auch sein. Das könnte erklären, warum wir sie nicht gefunden haben. Machen wir mal hier, wo haben wir denn da? Wow. Stirb. Seele. Danke. Und da ist sogar ein Fackelhalter. Was denn? Ah, vielleicht ist da ja auch eine Fackel hinter. Oh. Ah, eine Truhe. Na, komm, pass auf. Mit Monolobin. Ah. Warum? Warum nicht jetzt? Da muss ich, glaube ich, durchbuddeln. Warum nicht mit Stempel oder mit Herzteil? Oh, wir werden erwartet. Wo sind sie hin? So, da ist der Heulstein. Hm.
Und ich glaube, sonst hier draußen sind doch keine Geister mehr. Mir fehlen jetzt noch zwei Geisterseelen. Außerhalb der Bergruine. Ich will da hinten mal gucken. Weil ich glaube, die zwei Geisterseelen, die mir noch fehlen, dafür muss ich mich eingraben. Oh nein, Moment, da ist einer. Hallo. Na? Warum habe ich gerade Eisschaden bekommen? Und hier kann ich mich einbuddeln. Mal gucken, was es hier gibt. Vielleicht noch ein Geist. Da hätten wir sie nämlich alle. Ups. Und ihr alle, ja. Hinten ist ein roter Schleim. Und so. Das heißt, der rote Schleim ist hier die Belohnung. Okay, roter Schleim, toll. Das waren wie viele? 4 Herzen? 6 Herzen? Lohnt doch überhaupt nicht. Da ist eine Fee besser. So, das heißt, wir haben diesen Geist gefunden. Einer fehlt noch. Da ist er. Da ist er. Komm näher. Ich will nicht in den Untergang springen. Da ist übrigens auch nochmal eine Höhle. Mal gucken, was da drin ist. Einmal eingraben. So, das heißt aber auch, dass wir das jetzt alles haben. Ausstreichen, ausstreichen, ausstreichen. Ah. Oh. Okay. Moment. Das haben wir gleich. Ach nö, nicht ihr. Sind das drei? Wow. Ha. Ha. Oh, und eingefroren. Weiter, doch. Nicht so schön. Hier werde ich ein paar Herzen lassen, glaube ich. Also noch ein paar. Ich hoffe, es lohnt sich. Oh oh. Oh, die Kiste hängt in ihm. Das ist aber sehr schön. Ah, ah. Wow. Das ist einfach so. So, noch einer. Da. Und das war der letzte. So, was ist hier drin? Ist es noch ein Muni? Warum ist hier kein Stempel drin? Verdammt nochmal. Ich habe nämlich nachgeschaut, wo die ganzen Stempel sind. Und ein Stempel, ich wusste nicht mal, dass da überhaupt eine Kiste ist. Und zwar in der Ziegenweide. Das habe ich im Original noch nicht mal gewusst, dass da überhaupt was ist. Man soll sich in der Ziegenweide im Ziegenstall einbuddeln. So, jetzt zurück nach oben, denn jetzt kommt das nächste Minispiel und das wird echt ekelhaft. Das wird richtig, richtig ekelhaft. Ich habe schon einmal gegen den großen Yeti habe ich schon einmal gewonnen. Das habe ich einfach nicht gezeigt, weil man bekommt dafür nichts. Man kann danach sie herausfordern. Er ist relativ einfach, ne? Das ist keine Herausforderung, ist relativ langsam, obwohl er so schwer ist.
Man kommt nur schwer an ihm vorbei. Sie hingegen? Unglaublich, dass du gegen meinen Mann gewonnen hast. Vielleicht willst du auch mal gegen mich antreten? Sehr gerne. Huhuhu. Also dann, auf geht's, bis zu meinem Haus. Und jetzt wird's... Oh Gott. Dieses Weib. Und da haben wir eigentlich schon versorgt. Egal. Bei ihr muss man übrigens auch die Abkürzung schaffen. Das macht mir so ein bisschen Sorge. Das heißt, ich muss jetzt hier hoch. Weil sie denselben Weg. Und verloren. Das war's. Das kriegt man nicht mehr eingeholt. Kann ich mich einfach ins Nichts fallen lassen und fertig? Bin ich schon wieder oben? Ja, ich bin wieder oben. Okay. Ich habe es gerade auf die Herzen geachtet, ob ich was verloren habe. Oh, Vita, war es eine Abfahrt? Vielleicht willst du auch mal gegen mich antreten? Ja, sehr gerne. Also, auf geht's bis zu meinem Haus. Gehen wir da schon. Oh Gott. Oh, Mist. Schon verloren. Das haben wir jetzt eigentlich schon verloren. Aber schauen wir mal. Und daneben. Und daneben. Ah. Und wofür das Ganze für ein Herzteil? Das ist auch noch ein wichtiges Minispiel. Und es ist ekelhaft schwer. Es ist ein ekelhaft, ekelhaft schweres Minispiel. Oh je. Ich wünsche, ich könnte das hier mit der Bewegungssteuerung spielen. Geht aber nicht. Geht aber nicht. Und... Ach, fuck! Wir müssen diese Abkürzung nehmen. Sie nimmt sie auch. Wir kriegen die nicht mehr eingeholt. Wenn wir aus dem Rundum fahren. Wow! Und wir verlieren übrigens jedes Mal ein Herz, sehe ich gerade. Oder ein halbes. Und verloren. Komm, Steuerung, bitte.
hasse die Slower-Steuerung. Die ist furchtbar ungenau. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Ich weiß es nicht. Aber es sieht gut aus. Ja, gewonnen. Wow. Moment. Erstmal wieder Luft holen. Du bist unschlagbar, Vita. Dabei war ich mir ganz sicher, dass ich gewinnen würde. Du bist eben doch kleiner und flinker als mein Mann. Kein Wunder, dass du so gut bist. Hier, das hast du dir verdient. Und da haben wir das Herzteil. Dankeschön. Aber kein Wort zu meinem Mann. Lass uns irgendwann wieder um die Wette fahren. Nee. Nein. Definitiv nein. So, wie gesagt, ich muss sowieso hier hin, weil mir fehlt in der Bergruine, fehlt mir ein Geist. Und ich weiß nicht wo. Ich muss auch gerade gucken. Bergruine in der Mitte des ersten Raumes, im Flur des ersten Raumes, hinter dem linken Gerüst und der Mitte. Moment, was? Oh, ich voll Idiot, hab die Rüstung nicht zerstört? Doch, ich hab die Rüstung zerstört. Aber für die Kiste. Guck mal, Geist. Ich hab die Rüstung nur für die Kiste zerstört. Hab vergessen, dass der Geist auf der anderen Seite ist. Hallo? Voll einfach, dann sind wir damit auch schon fertig. Gut, wir haben damit alle Geister im Schneegebiet. Das freut mich. So, alle drei Geister. Na, ich kann das auch immer zeigen, da alle drei Geister im Dungeon. Eine Kiste, die wir da vergessen haben, ist nicht wichtig, da wir alle Stempel und alle Herzteile aus dem Dungeon haben. Und hier draußen haben wir jetzt ebenfalls 5 von 5 Geistern. Das heißt, war ich nicht in der Wüste fertig? Ich war in der Wüste fertig. Warum habe ich das nicht ausgestrichen? Moment. So. Das heißt, wir haben jetzt bloß noch dieses Riesengebiet in der Mitte, wo da steht 10 von 19. Und ich überlege gerade, hier oben sind die Insekten, da hinten ist ein Herzteil. Wie ich da jetzt am intelligentesten vorgehe. Aber ich glaube, ich fange einfach unten an. Weil wir müssen sowieso als erstes mit dem Huhn nach oben. Beziehungsweise wir müssen also mit der Kanone nach oben, unseren Huhn holen. Und dann nach unten schweben auf einen Vorsprung, der genau unter dem Hühnerhaus ist, weil genau da ist ein Geist. Ich kann das ja mal... Moment. Da. Kann ich ja mal zeigen. Ich hab... Ja, dieses tolle Teil hier. Und auf diesem Vorsprung taucht ein Geist auf. Da ist das Hühnerhaus, ich muss da hin. Warum ist es so diesig gerade, ist ja ekelhaft. Ist ja fast wie heute Morgen hier. Da habe ich auch aus dem Fenster geguckt. Also, ne, samstags. Ich nehme ja samstags auf. Gucke aus dem Fenster und denke mir so, oh, Silent Hill. Ja, ja, bring mich hoch. Finde es schön, dass er mich immer noch zur Oase feuern würde. Obwohl ich da eigentlich nicht hin teleportieren kann. Ja, ja, wir kennen die Szene. Dankeschön. So, mal gucken, ob ich das im ersten Anlauf schaffe. Wir sind nämlich auch schon fast am Ende der Folge angelangt. Hallo, na? Soll ich mal selber gucken? Der Vorsprung war... Da. Das war dumm. Da wollte ich jetzt zu vorsichtig vorgehen.
Moment. So, Sprung und Halt. Und darüber. So, und bevor wir jetzt... Ist der Geist da? Ah ne, ist das Huhn. Das Huhn ist dahin gesprungen. So, bevor wir uns aber jetzt den Geist holen, sind wir auch leider schon wieder am Ende der Folge angelangt. Herz? Nicht? Nein? Okay. Und holen uns dann einfach den Geist dann morgen. So, weil... Morgen ist doch Freitag, ne? Ja, morgen ist Freitag. Wir holen uns den Geist dann morgen, wenn dann wieder die Nacht hereinbricht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.